Leute, einmal mehr müssen wir darüber reden, ob Apex Legends in ernsthafter Gefahr ist, über die nächsten Jahre noch Qualität liefern zu können, mithalten zu können. Ich muss ein bisschen tiefer graben. Und unter anderem die wichtige Info, es hat ein wichtiger Respawn-Mitarbeiter gerade gekündigt. Und ich möchte daran erinnern, vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, lass es locker anderthalb, zwei Jahre her sein, da gab es schon mal eine freiwillige Kündigungswelle von vielen Respawn-Mitarbeitern. Ich habe eine Information, was mit diesen gesamten Respawn-Mitarbeitern passiert ist und was die vorhaben. Und das ist eine sehr, sehr interessante Theorie, was auch so ein bisschen bestärkt, was viele vermuten, dass EA leider Respawn an der kurzen Leine hält und Apex eigentlich ein so absolut geniales Spiel sein könnte, was es nicht ist, weil wir wissen, was im Fokus steht. Jetzt gerade der beste Beweis im Anniversary Event, gibt es ein Event nach dem anderen. Pain, Pain, Pain. Kennen wir vom Publisher EA leider, ist bei FIFA so und bei vielen anderen Titeln so und bei Apex ist es nicht anders. Und viele Leute haben eben gekündigt und jetzt, und das ist nämlich der Punkt, am 1. März kam diese Information, Apex entlässt bzw. EA entlässt über 200 Tester, Qualitätstester, Spieletester, die teilweise tatsächlich schon bis zu 6 Seasons im Voraus das Spiel getestet haben. Auf Fehler, auf Neuerungen und so weiter, was für mich auch erklärt. Einerseits die Kündigung, warum? Sie wollen wahrscheinlich die Tester ins Ausland outsourcen, um Geld zu sparen. Das ist die Vermutung dahinter. Sogar übrigens GameStar hat davon berichtet, kennen viele von euch sicherlich. Und die sagen eben, dass es eher outgesourced werden soll. Und die Vermutung ist auch dahinter, das ist meine Vermutung, dass unter diesen 200 Leuten garantiert 1, 2, 3 Leute waren, die diese Insider-Leaks die ganze Zeit veröffentlicht haben. Ihr wisst es, in der Vergangenheit habe ich öfter mal Videos gemacht über Sachen, Gameplay von neuen Legenden, von neuen Waffen und so weiter. Immer mit so einem Namen, Steve, hast du nicht gesehen. Und ich bin mir sicher, dass einer dieser 200 Leute oder über 200 Leuten damit drinne steckt. Das wird wahrscheinlich damit so ein Stück weit eingebaut, was sicherlich nicht der Hauptgrund dahinter ist. Aber jetzt kommt noch ein scharfes Ding, nämlich oben drauf, warum ich mir langsam noch mehr Sorgen um die Qualität. Apex wird sicherlich in den nächsten Jahren oder vielen Jahren nicht aussterben. Ich bin mir aber sicher, es wird extrem an Qualität einbußen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren gemerkt, als die wichtigsten Leute, Chad Grenier zum Beispiel, oder Jason McCourt heißt er, glaube ich, die haben gekündigt und das sind ganz wichtige Leute für Respawn und für Apex Legends gewesen. Und jetzt hat der Creative Director Ryan Lastimosa ebenfalls gekündigt, der teilweise auch für das Waffendesign in Titanfall und so weiter, der hat die 301, die 99, die Kraber Longbow und so weiter kreiert und so weiter und so fort. Er hat quasi seinen Namen in diesem Spiel irgendwo mit eingeprägt, seinen Einfluss, und das ist kein gutes Zeichen. Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang in den nächsten Jahren hoffentlich, bin ich ganz ehrlich, fette Konkurrenz bekommen für Apex Legends, damit dieser ganze leider Scheiß von EA langsam mal ein Ende hat. Immer nur im Mittelpunkt zu sehen, Kohle, 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 Qualität ist scheißegal. Und das ist einfach mal so, die Leute haben nicht aus Langeweile gekündigt, sie haben Ideen ohne Ende. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wild Light Entertainment, das ist ein neues Gaming-Studio, die sich etablieren wollen. Die bestehen aktuell aus 29 Leuten und 25 von diesen 29 haben an Apex Legends gearbeitet. Jetzt zieht euch das rein, und dieser benannte Chad Grenier, der hier im Text benannt wird, der hat dieses Studio gegründet bzw. leitet dieses Studio und hat viele große Namen, die ihr wahrscheinlich auch kennt, aus vielen meiner oder anderen internationalen Apex Legends YouTubern, habt ihr die Namen garantiert schon mal gehört, und die haben dieses Studio gegründet, weil sie Bock auf was Eigenes haben und dass kein großer Publisher wie EA über ihnen steht und sie und ihre Ideen an der kurzen Leine hält. Und das ist meiner Meinung nach einerseits ein sehr, sehr gutes Zeichen oder sehr guter Arschtritt in Richtung Respawn und EA. Und ich hoffe irgendwo, dass da was Krasses bei rumkommt, damit hier endlich mal diese Money-Bubble von EA platzt und sie einfach endlich an das Spiel denken und nicht nur ein Collection-Event nach dem anderen rausballern und
Kohle, Kohle, Kohle zu scheffeln. Das ist alles schön, das ist alles abwechslungsreich und das kann auch gerne alles so sein. Aber alles, was drumherum passiert in dem Spiel, Server, Matchmaking, Sounds und so weiter, diesen riesengroßen Baustellen, das muss eben auch stimmen. Und wenn das stimmt, können die von mir aus Milliarden von Dollar mit diesem Spiel verdienen. Und keiner würde meckern. Aber das Spiel muss passen und es hat in den letzten 2 Jahren extrem an Qualität verloren, als es dann langsam anfing, dass die wichtigsten Respawn-Mitarbeiter freiwillig gesagt haben, kein Bock mehr auf den Scheiß. Und das kann ich nachvollziehen und genau das habe ich übrigens geahnt, als die Kündigungswelle losging. Ich habe mir gedacht, da passiert was. Die werden sich finden und die werden irgendwas tun. Was steht natürlich noch genau in den Sternen, das wissen wir noch nicht. Aber es gibt schon eine offizielle Webseite von Wild Light Entertainment. Googelt das einfach mal, findet ihr, müsst ihr einfach nur eingeben bei Google, da könnt ihr schon auf die Webseite, ihr seht, wie viele Leute da Member sind und wer da alles an welchen Spielen gearbeitet hat. Wie gesagt, 25 von denen allein an Apex Legends, an Titanfall, an den Star Wars Titeln und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil viele krasse, große Köpfe, die Apex eigentlich so krass und geil gemacht haben, jetzt an neuem Scheiß arbeiten. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Völlig frei von irgendwelchen Geldgebern, die nur Zahlen sehen wollen. Finde ich ein gutes Zeichen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Wir werden es sehen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.